Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Attack of the B-Team. Wieder mit dabei ist der Captain Agony. Hallihallo. Willkommen, willkommen. Beim letzten Mal hatte ich nochmal ganz kurz wegen der Ender Health nachgeschaut und ich habe ja gesagt gehabt, angeblich bekommt man Leben dazu, das ist aber falsch. Das hat was nämlich nur mit dem Heal-Kristall zu tun, den wir hier schon sehen. Wenn wir den jetzt theoretisch machen und aus vier Enderperlen und einem Diamanten, können wir uns so einen Heal-Kristall bauen. Und wenn wir den im Inventar haben und dieses Ender Health, Ender Dragon DNA gespritzt haben, da ist ein Skelett drin, ich krieg die Krise, ey, du hässliches Mistvieh. Oh. Dann würde halt sich der Kristall zerstören, statt dass wir Schaden kriegen würden. Ist natürlich wahrscheinlich nur im PvP Dingen sinnvoll. Jo. Aber es gibt auch die Möglichkeit, du kannst das Ding hinstellen. Geh mal weg, alles meine Erfahrung. Meine. Ja, nimm sie dir halt. Kann ich mitleben. Pack's einmal alles in die Kiste rein. Wenn man so einen Kristall hinstellt, das kann man später irgendwann nochmal machen, dass man halt oder sehr schnell regeneriert wird in der Nähe von dem Heal-Kristall. Also ich würde mal schon sagen, dass man fast nicht sterben könnte. Was schon ziemlich geil ist. Also das Ender Health bringt halt kein Leben, sondern es gibt einfach die Fähigkeit, das mit dem Heilkristall zu machen. So wie beim Enderdrachen, der Endgegner die komischen Kristalle, die wir haben, kaputt machen müssen, weil er sich geheilt hat, sind genau die Dinger gewesen. Na, okay. Gut, da habe ich so eine Abfallkiste gemacht beim letzten Mal, glaube ich, noch. Oder gestern. Beim letzten Mal, glaube ich. Also, das habe ich offscreen gemacht gehabt. Und du hast die Spritze rausgenommen, du Arsch. Ja, ich habe sie Ach. doch entsorgt. Ah, ja. Ja, und hier ist halt die Syringe drin mit dem aktuellen Blut. Aua. Ja, was wollen wir denn aktuell machen? Irgendeinen Plan? Nö, ich würde vielleicht mal in den Nether wieder gehen und mir ein Das ist eine paar. gute Idee. Ja, lass mal in den Nether gehen. Erstmal neues Zeug wiederholen. Ich habe kein Brot mehr. Weil ich nämlich noch hier Dings wollte, Feuerbälle schießen. Ah ja, genau. Dann nimm mal einen Scrapper mit. Ich hab einen, beziehungsweise zwei sogar, Ah, komischerweise. ich werde mir eins submitten. Warte. Das könnte man noch gebrauchen. Feuerzeug. Nimm dir noch ein bisschen Futter mit, wenn du nicht hast. Hast du Ich einen hab neuen Feuerzeug? Futter. Ansonsten brauchen wir eigentlich gar nichts. Wir brauchen ein bisschen Brot. Wir brauchen das Flint. Genau. Eigentlich oben in der Kiste liegen sollte. Ja, sollte. Was es aber nicht tut. Arsch. Irgendwie müssen wir hier oben noch ein bisschen was machen. Das Bücherregal alleine sieht so einsam aus. Alchemie kann man machen oder Witchery irgendwann mal. Stimmt, da haben wir noch einiges zu tun, ja. Haben wir noch ein bisschen Platz? Vielleicht könnte man das Bücherregal sogar noch ein bisschen nach hinten packen. Eigentlich schon, ja. Was? Oder in irgendein einzelnen Quadranten hier und dann so ein einzelnes Quadrat hier so vielleicht hin. Kommen da Dass du aber, halt. ja, da kommen halt wieder keine Buchdinger raus, ne, keine Doch, Bücherregale, doch. wenn die da. Nein, ich glaube nicht. Da kommen Bücher raus. Ja, die kannst du zum Muss. Bücherregal machen. Kommen da wieder drei Stück raus? Ja, haben wir in der Bibliothek auch abgebaut. Stimmt. Na gut, wenn drei Und Stück selbst rauskommen, wenn, kein wir haben keine Problem. Ahnung, ich glaube noch 1000 Bücher haben wir unten liegen. Na gut. Erfahrung weglegen, bisschen was futtern und auf geht's. Aber jetzt endlich nicht mehr krabbeln wie so eine hässliche Spinne. Hast du jetzt Körper dabei? Ja, ne? Hast du. Ja, habe ich. Wie gesagt, ich Aber. habe zwei. Sehr schön. So, dann Sogar. gucke ich mal ganz kurz oben in der Kiste, ob da die Flinten und Steels noch drin liegen. Ich glaube aber schon. Ups. Was denn du da? Noch so ein Nix. Gravel-Block entgegen. War das angeschlagen mit Flint and Steel. Gut, bist du drinnen? Ne, noch nicht. Dann Nee. lass mal reingehen. Ein Guest sollte nicht allzu schwierig zu finden sein. Hoffen wir es mal nicht, nein. Habe aber Angst. Aber wir müssen ihn ja sowieso nur. Bist du drinnen? Ja. Bist du? In dir, auf dir, unter dir, über dir, Achso. irgendwo. Sehe es Da. nicht. Ohne. Sehe ich Hallo, nicht. hier. Hä? Wie kannst du mich nicht sehen, bitte? Oh, du bist unsichtbar, Lord? Du bist nicht da bei mir. Wie kann. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich stehe jetzt gerade bei diesem komischen Knochending. Noch ein Ding? Nee, bist du nicht bei mir. Doch bin ich. Weg. Okay. Ich werde übrigens auch mal die Zombie-Pigments ein bisschen. Du suchst einen Guest am besten, wa? Kann ich Und ich werde machen. den. Ich werde den Zombie-Pigment mal ein bisschen. Ja. Ah, ich habe schon Guest gehört. Ich auch. Ich muss nur finden. Aua. Die machen alle so behinderte Geräusche. Aber richtig, ey. So, Zombie-Pigment mitgenommen. Oh mein Gott, da Alles greift es mich Inventar. schon an. Ah ja. Ich sehe zumindest, dass die Kugeln fliegen. Komm her, du Aber ich. blödes Mistvieh jetzt hier.
Die Edition ist es ja merkwürdig. Mal ganz kurz raus, mal ein paar Dinger rausbringen. Ein paar diese komischen. Oh mein Gott, sind die laut. Wer? Der Guest. Ja, die machen auch so richtig ätzende Geräusche einfach. Ja. So. Oh, vielleicht sehe ich dich jetzt wieder, wenn ich hier reinkomme. Hoffentlich nicht. Du bist ein Arsch. Warum denn? Ding. Ich gleich noch ein bisschen Glowstone sammeln, aber hier ist nichts mehr, wa? Das ganze Glowstone am Anfang haben wir weggenommen. Jo, doch so ein bisschen. Irgendwann nach geradeaus fliegen, hoffe ich mal. Blaze, okay, er stimmt, unter uns war ja direkt das Ding gewesen. Dann einfach mal geradeaus und ein bisschen. Also ich. Was ist das denn? Bloodwood, ah ja, okay. Das ist schon ziemlich interessant. Schon ziemlich interessant. Doch? Ja, doch. Ich bin hier gerade an irgendeinem komischen Ding. Dem komischen Ding? Ja, so komische Plattformen, in denen irgendeine Flüssigkeit in irgendeinem Metallgitter nach unten fließt. Schon ziemlich crazy, muss ich schon sagen, diese Konstruktion. Bist du auch irgendwo oder was? Nee, aber ich kenne das ja von früher. Ach so. Oh, wo hier noch unser ganzes Glowstone liegt. Hier wieder rausfinden, ne? Ja, das ist ein Wither. Ein Wither-Mods okay, wäre auch nicht schlecht. Aber. Ich suche erstmal Ghosts. Ehrlich gesagt, ist kein Bock drauf, muss ich gestehen. Nee, wie hieß das Wither? Nee, es hieß glaube ich nicht Wither. Du meinst die Blaze-Dinger oder was? Oder was meinst du? Achso, Phantom. Nee, Phantom meine ich. Ich werde mir mal ein Phantom mitnehmen. Was auch immer das sein mag. Phantom halt. Ah, okay. Oh mein Gott. Kein Creeper, Alter, bitte. Hier gibt's keine Creepers, oder? Ja, aber ich habe mich gerade in einen verwandelt. Ach so, warum tust du sowas? Die Bett verwandeln wollte wieder zurück, weil ich ein Phantom angenommen hatte. Wobei das Phantom auch fliegen kann. Das hätte ich also gar nicht switchen müssen. Okay, hier bin ich wieder beim Portal. Das ist interessant. Sehr schön. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich lang geflogen bin, aber naja. Ja, ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich lang bin. Über mir ist Glow Dust. So, da höre ich ja schon wieder so ein Mistvieh. Irgendwo habe ich es gehört. Ach, hast du noch nicht genug Guest-DNA? Ich weiß also nicht, wie viel wir brauchen. Das meiste fliegt halt immer in die Lava, weil die halt irgendwo blöd sind. Achso, ja. Oh nee, der Bienenstock. Magst du das nicht? Nein, der geht mir voll penetrant auf die Eier. Du hast doch gerne auf Bienen drauf, habe ich gehört. Okay, der war fies. Ja, ein bisschen. Ich fühle mich gemobbt. Der war sehr gemein, ich weiß. Toll. Wieso fliegen die Viecher eigentlich immer direkt über der Lava? Ja, weil sie sonst sich dann nicht anpissen können. Boah, ich hasse das, wenn diese ganzen Items hier irgendwo rumfliegen. Und die nicht wirklich da sind. Wo ist denn das Vieh jetzt schon wieder hin? Da hinten. Glowdust sehe ich hier nicht mehr. Alleine so ein bisschen Glowdust. Ich muss ja viel vorne mit. Und das war's dann, würde ich sagen, erstmal. Mehr braucht man dann erstmal nicht mehr. Alter, hier stirbt gerade irgendwo einer. Was? So ein hässlicher Guest stirbt hier irgendwo. Alter, ja, was ist mit dem verkehrt? Das bin ich. Ach, total, das könntest du wirklich sein. Und was machst du mit dem? Vergewaltigen. Was sonst? 50 Shades of Grey oder was? Ja, natürlich. Oh mein Alter. Gott. Alter. Was denn? Nicht gesund angehört. Ne, die Viecher hören sich auch echt nicht gesund an. Echt wenig Glow, das habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemand wieder rausfinden werde. Was ist denn ein Imp überhaupt? Ein Imp? Das ist ein Imp halt. Jo, cool. Kannst du Imp-Leder kriegst du davon und das kannst du dann halt zu Büchern machen. Also nicht zu Büchern, zu was. Was haben wir letztes Mal gebraucht gehabt? Ich weiß es nicht. Was Leder machen wollten? Könnten schon Bücher gewesen sein. Mach mal Bücher. Oh, was haben wir hier? Kobalt. Oh, Kobalt, hi. Achso, ich glaube, das kann ich nicht abbauen. Nicht mit der Diamantspitzhacke. Wobei, so, ich bin ein Imp. Okay, cool. Mich schuften gehen, du kleiner Imp. Nö. Aber kein netter Imp. Nee. Wir sind die Anweisung deines Meisters. Nein, wir sind hier nicht in Dungeon Keeper oder so ein Blödsinn.
Blödsinn? Hast du Dungeon Keeper gerade als Blödsinn bezeichnet? Es ist schon Blödsinn, aber es ist Soll ich cooler den da Blödsinn. Es ist reinhauen? mega cooler Blödsinn. Da hast du dich gerade nochmal so gerettet, ey. Ja, wir müssen Unmengen an Glow Dust liegen. Was haben wir hier? Tainted Soul. Habe ich auch schon gefunden. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Doch Unmengen an Glow Dust liegen. Wo zum Geier ist das ganze Zeug hin? So, also Irgendwo in der ich Luft, ey. bin hier prinzipiell fertig. Ich muss nur den Ausgang wiederfinden. Ja, so geht's mir gerade auch. Ich bin im Prinzip auch gerade fertig. Ah, diese ganzen Bäume sehen so cool aus, diese Bloodwood-Bäume. Die Blutbäume, ja. Die haben was. Und wir Okay, so das ist oft. schon wieder Bienennest. Ah, ist das eklig. Was ist so? Ist das schon wieder ein Phantom? Ach komm. Zack, ey. So, hier war das Nether irgendwo. Wo ist dieses scheiß Portal, bitte? Ein Stück hoch. Ah, ich Ey, hab's alte gefunden. Muss das neue irgendwo in der Nähe sein? so hier. Ich Ah, hab's da oben. gefunden. Ich auch. Ich glaube, da, ich sehe dich wieder. Wunderbar, du bist Du gerade ins siehst mich Portal rein. wieder? Ja, Ja, ich sehe habe mich schon. wieder gemorpht, wahrscheinlich deswegen. Oder ich bin halt nochmal erneut ins Portal reingegangen. Ich weiß nicht, vielleicht hat das einen kleinen Fehler. Ich habe zumindest ordentlich Glow Dust mitgenommen, das ist schön. Hast du noch Inventarplätze frei, nee, wa? Nö, alles voll mit den Dingern. Oh mein Gott. Los. Ich bin gerade runtergefallen und bin quasi dem Zombie in die Arme gesprungen. Ja, ich will auch. Warum denn? Weiß nicht. Zombie ist tot. Bin mit Hut. Im Link drauf, mit dem kleinen Link irgendwie. Sah das zumindest gerade aus. Die habe ich auch gesehen. Und wieder ein Level dazu bekommen, sehr schön. Ich weiß noch nicht, wofür dieser Tornado-Dings dafür sein sollte, aber ich meine, man kann ihn ja nicht benutzen oder kriegt man irgendwie Meldungen. Ich weiß es nicht. Da bin ich echt überfragt. So, ich hau noch mal ein paar Zellen in unser Lagersystem unten rein. Jo, hau rein. Dass wir da Platz haben. Achso, ins Lagersystem meinst du? Sicher? Ja. Ja, ich brauche Okay. den Platz. Das ist das Uncoole Ja, daran. dann mach du jetzt mal ein paar Chips. Dann weißt du, warum ich eigentlich. Ja, mach mal ein paar Chips jetzt. Paar Chips. Ja. Broadcaster Chip und warte, wie hießen die Dinger? Extractor Chip. Die beiden brauchst du. Broadcaster Chip. Respawner Chip, genau. Okay, da brauche ich erstmal ein Und Respawner Chip brauchst du dann halt. Papier, Redstone, Gold Nugget. Okay. Ah, da haben wir noch von den Null Logic Routing Ja, Chips. Das ist paar haben wir natürlich sehr noch. schön. Wie viel brauchst du von dem Zeug eigentlich? Mal so gefragt. So viele Chips, wie du machen kannst. So 10, 15, 20 Stück waren ganz nice. Broadcaster nur, oder was? Von beidem. Broadcaster und den Item Responder Chip. Weil wir werden auf jeden Fall noch mehr Dings ranschließen werden an die. Okay, warte mal, dann mache ich erstmal ein paar Broadcaster. Brauche ich noch Redstone? Redstone, gib mir Redstone. Und was war es noch? Gold. So. Der Typ, der Clay produziert. Der Sludge-Boiler produziert die ganze Clay, komischerweise. Ist doch geil. Naja, Ansichtssache. Glowstone und Magenta Dust. Okay. Okidoki. Glowstone hast du schon wieder weggehauen. Ja, Lagersystem natürlich. Da alles gelagert werden. Dann werde ich gleich noch ein paar neue Kisten machen. Also, wir haben noch ein paar Kisten, aber dann werde ich ja neue anschließen. 311 Glowstone. Ja. Stark. Was? Stark, habe ich gesagt. Stark oder stark? Stark. Ich verstehe die ganze Zeit Tag. Oh Mann, ey. So, da ist es im Tag. Chat. Naja. Könnten wir hier theoretisch nicht auch noch eine anschließen? Ja, werde ich mal nicht machen. Das ist so der Winkel, den wir mal nicht dafür benutzen. So, Rosenrot, Lapislazuli. Da muss hier einer ran. Ob denn, ich weiß es gar nicht. In der Ecke gemacht. Also machen wir es auch nicht hier, nicht in der Ecke. Rüber. Dann.
Diese Kiste ist dick, ey. Mann, die Kisten, wirklich, ist ja unfassbar. So, dann brauche ich von dem Blödsinn und von dem Blödsinn, glaube ich. Das ist kein Blödsinn, alles komplett wichtig. Nein. Doch. Halte ich für ein Gerücht. Nicht. So, in die Ecken, das in die Mitte, okay. Sollte ich hinkriegen? Bei Chests. Wir haben keine mehr, ne? Ich glaube, das waren alle gewesen. Mir wurde es aber auch gesagt, dass wir diese Reinforced Hour auch benutzen können. Und dass es diesen Abschluss, diesen Server-Crash nur bei der früheren Version gab, aber ich will die trotzdem nicht benutzen. Okay, so hier 5 Broadcaster-Chip hast du schon mal. Ja. Ah Das ja, sehr andere nice. war Item Responder Genau. Chip. So ein orangener. Dynamic Item Responder oder der Ne, normale? normale. Der normale. Da brauche ich Orange Zeugs. Haben wir noch Orange Zeugs? Mal gucken. Okay, da haben wir noch ein bisschen von dem Zeug immerhin. War ja auch schon gefüllt, nicht wahr? Nee, das noch nicht. Zack. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Moment. Ich habe jetzt keine Lust, orange Blumen zu sammeln. Oh, du Armer. Oder? Nee, Juncture Pipe war's. Ich brauche die Interface Pipe. Interface Pipes, wo seid ihr? Junction Pipe mit Redstone und Gold Nuggets. Das ist auch recht einfach. Brauche ich noch Iron? Ich gerade gesagt? Weiß ich Redstone. nicht. Ich auch nicht mehr. Deswegen nachgeschaut. Kannst du noch ein bisschen Redstone anfordern? Gerade so. Warte. Na, ich mach schon. Ich mach schon. Ne, ich mach schon. Ich hab schon. Ich auch. Okay, haben wir es beide gemacht. Soll ich die erstmal herstellen? Ich bin ja ein Depp, ey. Der Crafting Station und alle. Wir haben keine. Wir haben nur eine Craft. Ist das denn ernst? Was denn? Wir haben so riesig viele Maschinen, nur eine einzige Crafting Station, ey. Ist das traurig. Ja, das stimmt natürlich. So, jetzt sind hier in der Truhe 2 Item Responder Chip. Warum kann ich die nicht stacken? Der einen habe ich aus dem Lagersystem rausgeholt. Ja, kann sein, dass er halt schon eine andere Einstellung hat. Ordnung, ich benutze die mal ganz kurz. Mann, ey. So. Ja, wir haben ey, sowieso nur 5 Interface Pipes aktuell. So, jetzt überall ein Broadcaster Chip rein. Auch noch nicht. Ja, aber what the fuck? Der schon, ne, hat auch noch nicht. Zack. Zack. So, und jetzt noch Item Responder Chip. Schauen wir mal, die sind whitelisted. Zack. Theoretisch müssen wir den jetzt stacken können. War noch nicht. Sehr komisch. Merkwürzig. Witzig. Merkwürzig, jo. Whitelisted eigentlich. Nee, falscher. Ja, ein paar Item Responder Chips bräuchte man noch, aber ist erstmal okay. Wir haben jetzt ein paar neue Kisten. Ja, brauchen wir halt mal wieder orange Farbe, ne? Die ganzen Kisten sind aber übrigens voll schon. Warum funktioniert unser Strom nicht mehr? Warum funktioniert nicht mehr? Nein. Ja, weil der Lava-Fabrikator wieder rumbackt. Ganz kurz ein Hammer. Dreiste Sau. Richtig dreist. Ich weiß auch nicht, warum der Bug ständig auftritt. Wahrscheinlich, weil zu viele Maschinen jedes Mal Energie saugen. So, jetzt funktioniert wieder alles. Das ist halt so. Da Noch kann man jetzt nicht. auch, doch. Energie wird ja verbraucht und gleichzeitig eingespeist. Deswegen geht dann weiter nichts runter beim Analyzer. Siehst du ja. Wird verbraucht, aber bleibt gleich. Ja, aber Heißt also. beim Extractor macht's nichts und beim Decryptor lädt's auch nicht voll. Ja, ganz ruhig, weil die ganzen anderen Maschinen erstmal aufgeladen müssen. Der DNA-Analyzer. Komm hier, Wahrscheinlich. mach mal die Ding hier wieder dran. Die Energy Cell.
brauche da Strom jetzt. Wenn du den Hammer noch hast. Blau zu orange schon. Ja, warum? Du musst doch einfach nur die Konfiguration ändern. Jetzt, Ach das so, da Output. hinten. Ja, gut. Ja, ganz normale Konfiguration halt, ne? Ja, jetzt werden auch alle geliefert. Ist das schick, oder? Ja. Warum kommen hier eigentlich nur Basic-Gene raus? Okay, was wollte ich machen? Ich wollte gucken, ob das funktioniert. Ja, sechs Pages sind jetzt dran, sehr schön. Sehr schön. Dann werden wir die ganzen anderen Farben mal wieder runterpacken. Ja, und was wollte ich gerade sagen? Aber ich hab's ja vergessen. Ist auch egal. Wir brauchen noch mehr. Hast du noch ein paar Responder-Chips gemacht oder hast du keine mehr? Responder-Chips? Nö. Ja, wie gesagt, wir brauchen da noch ein bisschen Farbe. So. Ja, hol mal. Hol du mal. Ich hab schon aufgeholt. Du bist Kein Bock dran. mehr. Leck mich. Leck mich. Nö, du lass mal. Okay. Aber wir haben ein schönes Repertoire an Items. Das ist schön. Der Rasenmäher. Ah ja. Erzählen. Lass mal ganz kurze Pause machen. Eine Pause. Kurze Pause, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Und dann bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Tschüssi.